I am the Jochen und das ist der Frühsport für Dienstag, den 9. Januar 2024. Schönen guten Morgen. Ihr seht, ich bin nicht zu Hause heute, ich sitze hier am Kamin. Das hat man auch noch nie, mal was Neues. Werde mich deswegen auch kürzer fassen, werde nicht hier jetzt das gesamte Wochenende runterbrechen, was wir verpasst haben. Das Wichtigste in aller Kürze, das Wichtigste von heute und alles andere holen wir im Laufe der nächsten Tage dann nach, würde ich sagen. Wir gucken mal kurz drauf, was passiert ist am Wochenende. Die Vierschanzentournee ist vorbei. Ryoyo Kobayashi hat sie gewonnen durch einen zweiten Platz im letzten Springen in Bischofshofen. Stefan Kraft gewinnt dieses letzte Springen, holt sich damit den dritten Platz und Andi Wellinger wird Fünfter und immerhin Zweiter. Zwar leider wieder kein Gesamtsieg aus deutscher Sicht, aber immerhin ein toller zweiter Platz für ihn in dieser Tournee. So, und dann gab es die Tour de Ski, die ist auch vorbei. Da gab es auch einen hervorragenden Platz in der Gesamtwertung für Friedrich Moch. Der wird nämlich Zweiter in der Gesamtwertung der Männer. Ganz herzlichen Glückwunsch, das hat er sich verdient mit seinem zweiten Platz beim Final Climb in Val di Fiemme. Dadurch also auch Zweiter insgesamt hinter dem Norweger Amundsen, der das Ding gewonnen hat. Lukas Bögl auf der 19, der zweitbeste Deutsche. Bei den Frauen gewinnt Jesse Diggins die gesamte Tour. Die Deutschen, die bestplatzierten Deutschen hier, Viktoria Karl auf der 9 und Katharina Hennig auf der 11. Dann nochmal Wintersport-Highlights vom Wochenende. Wir haben einen tollen zweiten Platz von Lena Dürr beim Slalom der Frauen in Kranjska-Gora hinter Petra Völlova zu notieren. Und wir haben einen vierten Platz für Linus Strasser beim Slalom der Männer in Adelboden. Da hat der Österreicher Marco Feller gewonnen. So, das waren so die Wintersport-Highlights. Biathlon-Staffel der Männer wird noch Zweite hinter Norwegen. Natürlich, was sonst in der Oberhof. Und die Frauenstaffel Fünfte beim Sieg der Französinnen. So, das war Wintersport in aller Kürze. Guck mal, doch, das Gröbste eigentlich schon durch, würde ich sagen. Dann gucken wir kurz aufs Tennis. Da hat Deutschland den United Cup gewonnen am Wochenende. Sehr erfreulich in Australien bei einer der Generalproben für die Australian Open. Da gab es den Sieg im Halbfinale gegen Australien. Gewinnt Kerber ihr erstes Match seit der Geburt ihres Nachwuchses. Glückwunsch! Gegen Tomljanovic hat sie gewonnen, Zverev verliert gegen de Minaur und im Doppel haben dann Siegemund und Zverev den entscheidenden dritten Punkt geholt. Im Endspiel ging es dann gegen Polen und da hat dann Zverev gewonnen gegen Hurkacz, Kerber verloren gegen Świątek und hier auch hier das Mixed Siegemund und Zverev erfolgreich und damit also der Sieg fürs deutsche Team. Ich glaube knapp 30 Jahre nachdem Boris Becker und Anke Huber den Hopman Cup mal gewonnen hatten. Das war ja früher der Mixed-Wettbewerb. Dann gab es ganz viele Fußballpokale am Wochenende. Machen wir alles in Ruhe die Tage irgendwann mal. Liverpool gewinnt den Arsenal im FA Cup. Das ist vielleicht erwähnenswert. Ansonsten schiebe ich das jetzt einfach mal raus. Wasserball noch, Olympia-Quali der deutschen Frauen. Der Traum ist geplatzt. Es gab im Achtelfinale gestern eine Niederlage gegen Frankreich. Damit die Damen draußen aus dem EM-Rennen und damit auch aus der WM-Qualifikation und damit auch aus der Olympia-Qualifikation. Das soll also nicht sein. Die Männer spielen noch bei der WM. Die spielen nämlich heute jetzt gerade ihr letztes, also gerade ist übertrieben, aber die spielen heute ihr letztes Gruppenspiel. Ich gucke kurz drauf auf die Uhrzeit. Um 17 Uhr geht es gegen Israel, live zu sehen auf Eurovision Sport. Könnt ihr live streamen dort und ein Sieg bringt Deutschland in die K.O.-Runde. Und da geht es allerdings dann idealerweise noch ein bisschen weiter, wenn man hier zu der Olympia-Qualifikation noch was beitragen möchte. Außerdem gibt es heute noch eine Menge Tennis. Quali Australian Open läuft jetzt langsam an, aber wir haben auch Fußball, EFL Cup aus England, 21 Uhr Middlesbrough gegen Chelsea, live auf der Zone, ebenso wie Coppa Italia, Viertelfinale, Florenz gegen Bologna, auch auf der Zone, 21 Uhr, EFL Cup ist übrigens Hinspiel im Halbfinale, genau. Und zwar mal Euroleague im Basketball, 20 Uhr Bayern gegen Real Madrid, Free for All auf magentasport.de und Olympia Milano gegen Alba Berlin 2030, das gibt es auf magentasport hinter der Paywall zu sehen. Final noch schnell die NFL Playoffs, die stehen nämlich jetzt fest, letzter Spieltag haben wir gehabt am Wochenende. Die AFC Playoffs, da haben wir die Ravens auf der 1, das war klar. Zweiter Platz jetzt fix für die Buffalo Bills noch, die gewinnen nämlich bei den Dolphins. Dritter die Chiefs, vierter werden die Houston Texans, fünfter die Cleveland Browns, wussten wir schon. Sechster Platz am Ende dann für die Miami Dolphins und siebter die Steelers. Und in der NFC haben wir die 49ers an 1, Dallas an 2, Detroit an 3. Vierter wird Tampa Bay tatsächlich noch. Fünfter Platz für die Philadelphia Eagles, die rutschen runter. Sechster am Ende die Rams und siebter die Green Bay Packers. Das war's für heute. Morgen mehr zu allem. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.